Hi, ich bin Froni und ich zeige euch hier gleich meine Hunde Barney und Hamlet. Heute geht es um ein weit diskutiertes Thema, ein Alltagsproblem, Leinenführigkeit. Es ist Arbeit, bis der Hund es drin hat. Gerade ein Hund, der viel Erfahrung damit gemacht hat, dass es sich lohnt zu ziehen, bei dem ist es ultra schwierig, das rauszubringen. Aber ich habe jetzt für euch ein paar Tipps. Wenn ihr euch daran haltet, konsequent, dann wird das. Erwartet keine Wunder, aber es wird. Es geht damit los, dass der Hund niemals, wirklich niemals damit Erfolg haben darf, zu ziehen. Diese Verknüpfung, wenn ich ziehe, geht's vorwärts, darf niemals im Kopf des Hundes entstehen. Das heißt, ihr lasst den Hund niemals in die Leine laufen. Niemals. Und ihr seid da wahnsinnig konsequent. Auch wenn ihr sagt, oh nee, ich habe jetzt keine Zeit, das ist mir jetzt wurscht. Nö. Der Hund kommt niemals vorwärts und hat niemals Erfolg damit, wenn er zieht. Das ist wahnsinnig wichtig. Wie ihr das im Alltag managen könnt, dass der Hund nicht ziehen darf, weil es ja teilweise wirklich schwierig ist, weil wir halt einen stressigen Alltag haben. Wir haben Jobs, wir haben nicht immer wahnsinnig viel Zeit für einen Hund. Macht ihr das folgendermaßen. Wenn ich meinen Hund ans Geschirr nehme, dann darf er ziehen, das ist mir egal. Das heißt, wenn ich morgens nicht viel Zeit habe, mit dem Hund schnell um den Block rennen, tue ich ihn ans Geschirr, ist mir egal, häng dich rein, ich habe jetzt keine Zeit darauf zu achten, passt. Aber wenn ihr am Halsband mit dem Hund lauft, dann soll er wirklich schön laufen und dann soll er sich auch wirklich Mühe geben. Also am besten, ihr habt dann beim Spaziergang immer Geschirr und Halsband mit dran und dann ist er halt noch am Geschirr. Und wenn ihr sagt, okay, jetzt habe ich kurz Zeit, jetzt lauft mal die 10 Meter davor mal schön an der Leine, dann knipst ihr um ans Halsband und dann gebt ihr aber euch wirklich auch Mühe und versucht da schön zu laufen. Und da darf der Hund dann, wenn er sein Halsband in Benutzung hat, wirklich keinen Erfolg haben ziehen. Niemals. No, no, no. Never, ever, ever. Ihr solltet euch für die Leinenführigkeit ein genaues Ziel formulieren. Das heißt, wo will ich denn, dass mein Hund läuft? Will ich einfach, dass die Leine locker ist? Will ich, dass ich die Leine mit zwei Fingern halten kann? Will ich, dass er wirklich direkt neben mir läuft? Was darf er denn an der Leine alles? Darf er schnüffeln an der Leine? Darf er markieren? Wie lege ich das fest? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich will, dass mein Hund neben mir läuft, dass er auch nicht vorläuft. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Dominanzgründen zu tun oder so. Mag das einfach nicht, weil wenn ich dann nach links abbiege zum Beispiel, falle ich über ihn drüber. Das ist doch kacke. Außerdem ist dann das Ziehen auch viel verführerischer, weil natürlich der Punkt, bis dann wirklich ein Zug auf der Leine ist, auch viel näher ist. Als wenn er wirklich schön neben mir läuft, dann ist es viel entspannter und ich kann ihn auch leichter dann tatsächlich mal blocken, weil er neben mir ist. Und wenn mein Hund da vorne läuft, dann kann ich ihn auch ganz schlecht blockieren. Also mein Hund läuft wirklich neben mir, oder das soll er zumindest in den meisten Fällen. Mein Hund darf auch an der Leine nicht pinkeln, nicht schnüffeln, nicht ziehen, ist klar. Und auch keinen Kontakt mit Artgenossen, außer, Achtung, außer er bekommt ein Okay. Das heißt, wenn wir irgendwo unterwegs sind, der ist an der Leine und der soll jetzt da aber trotzdem hinpinkeln, dann soll er mich kurz anschauen und ich sage, ist okay. Und auf ein Okay darf er auch zu anderen Hunden hin, wenn ich ihm das erlaube, an der Leine. In manchen Situationen geht es halt nicht anders oder ist es halt auch mal ganz nett. Kein Schnüffeln ist bei uns so Cocker Spaniel. Wenn er schnüffeln würde an der Leine, dann würde er ja einfach nur schnüffeln. Was natürlich dazu führt, dass die Aufmerksamkeit nicht bei mir ist, sondern irgendwo auf dem Boden, weil da irgendwas toll riecht oder da vielleicht irgendjemand irgendwas runtergeschmissen hat. Deswegen einfach kein Schnüffeln an der Leine. Und ja, kein Pinkeln halt auch nicht, weil ich das nicht mag, wenn ich mit ihm in der Stadt unterwegs bin und der denkt, da muss jetzt da überall sein Beinchen heben. Nö, wenn er bei mir an der Leine ist, dann soll er da an der Leine sein und muss mich nie die ganze Zeit anschauen, natürlich nicht, aber er soll einfach da entspannt mitlaufen und da sein. Kekse sind dein Freund. Kekse sind Motivation. Ganz, ganz viele sagen ja, ich verstehe nicht, woher das kommt, aber dieses, oh, ich will nicht, dass mein Hund nur mit Keksen auf mich hört, dann muss das auch ohne Kekse können. Ja, und das kann er auch, wenn im Kommando sitzt. Aber trotzdem sind Kekse einfach viel toller für den Hund, wenn man mit Keksen arbeitet, weil eine Motivation da ist. Wir können vom Hund auch nicht verlangen, dass er das nur für uns macht, weil er uns so lieb hat. Also muss ja irgendwie, ich gehe ja auch nicht einfach arbeiten, weil ich meinen Chef so lieb habe, oder? Also irgendwo muss ja der Anreiz sein. Also benutzt Kekse beim Leinenführigkeitstraining. Logisch ist, dass die Kekse natürlich nur wirken, wenn es irgendwelche tollen Kekse sind, die der Hund gern mag. Und
wenn die Ablenkung nicht zu groß ist. Also fangt an, die Leinführigkeit irgendwo zu üben, wo der Hund sich auskennt, wo nicht viel Ablenkung ist, im Garten, im Wohnzimmer, im Gang. Dann die Ablenkung erst langsam steigern. Wie mit jeder neuen Übung auch, die der Hund lernt. Also wir können nicht erwarten, dass wir mit dem Hund sofort zack in die Stadt gehen und er uns dann 1A an der Leine läuft. Das ist zu viel. Also fangt das langsam an, steigert da langsam die Ablenkung. Ganz wichtig, was ganz viele vergessen beim Leinführigkeitstraining, die eigene Körperhaltung. Weil ganz viele gucken die ganze Zeit nur auf den Hund. So, oh, was macht der Hund? Und oh, und hier und lauf schön. Und Brust raus, Kopf hoch, geradeaus. Ihr schaut nach vorne. Ihr wisst, wo es lang geht. Lasst euch auch nicht von eurem Hund irgendwo. Das sieht man auch so oft, dass tatsächlich die Leute sich teilweise von ihren Hunden irgendwo hinziehen lassen. So, ja, aber der will da so gern hin. Ey, nein. Ihr bestimmt, wo es lang geht. Und das müsst ihr auch ausstrahlen. Ich weiß, das machen wir alle. Ich mache das auch. Natürlich im Alltag ist dieser Leinenruck. Und natürlich ist es Quatsch. Und wir wissen alle, dass es Quatsch ist. Aber wir machen es trotzdem immer wieder, weil es einfach... Es ist nur menschlich, ja. Und es ist auch nicht schlimm. Aber es bringt halt auch nicht wahnsinnig viel. Besser ist, zu agieren, statt zu reagieren. Weil wenn ich diesen Leinenruck benutze, dann ist es ja schon zu spät. Dann hat sich der Hund bereits in die Leine gehängt. Besser ist es, vorher den Hund zurückzurufen, bevor er sich schon in die Leine gehängt hat. Das heißt, kurz bevor die Leine auf Spannung geht, sage ich, ey, jawohl, prima, hol ihn mir zurück. Noch einen coolen Trick, den ihr benutzen könnt, ist das Blockieren. Dazu muss der Hund natürlich neben euch laufen, beziehungsweise ihr müsst schauen, dass er euch nicht überholt, weil sonst könnt ihr ihn nicht mehr blockieren. Und es geht ganz gut, wenn ihr das an der Wand übt. Und jedes Mal, wenn er versucht vorzulaufen, körperlich blockieren. Nicht brutal, nicht irgendwie schlimm, sondern einfach nö. Und wenn er schön läuft, prima. Wenn er versucht vorzulaufen, nö. Was euch außerdem wahnsinnig hilft, ist, wenn ihr zur Leinenführigkeit ein Kommando mit einbaut. Weil, wenn der Hund das Kommando verstanden hat, dann funktioniert das Ganze auch ohne Leine. Und er läuft dann auch ohne Leine schön neben euch. Und das ist auch mal richtig geil. Das heißt, wenn ich mit meinem Hund Leinenführigkeit übe, dann baue ich immer wieder eine Geste mit ein. Das ist bei mir der Klopfer auf dem Oberschenkel. Und ein Bei-mir-Kommando. Also ich klopfe hier drauf und sage, bei mir. Das ist quasi mein Kommando an der Leine, weil ich will, dass er schön hier neben mir, bei mir läuft. Wenn ich das so schön aufbaue mit dem Kommando, dann ist es irgendwann wurscht, ob die Leine dran ist oder nicht. Dann kann ich die Leine irgendwann wegmachen und sage, bei mir. Und er weiß, okay, er soll da links laufen. Und meine Leine ist dann quasi nur noch meine Versicherung. Cool, oder? Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen. Probiert's aus. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema. Und gerade wenn man selber Stress hat und schlecht drauf ist und es regt einen selber so auf, dass ich auch gekämpft habe mit Hamlet, was die Leinführigkeit angeht, ist echt blöd. Aber so nervig das auch ist, nehmt euch die Zeit dafür, das schön am Halsband zu üben. Und wenn ihr die Zeit nicht habt, tut den Hund ans Geschirr. Okay. Toi, toi, toi. Kriegt ihr hin. Fragen und Kommentare gerne einfach unten schreiben. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und ja, bis bald.